Vielleicht hast du vor ein paar Wochen den Artikel in der Agra heute auf Facebook oder sonst wo gesehen mit dem Titel Pfluglos ackern bringt doch nichts. Neue Fakten. Reißerischer Titel. Der Artikel wurde vielfach geteilt und diskutiert bei den Landwirten und zuerst wollte ich den gar nicht ernst nehmen. Dann haben mich aber mehrere Leute darauf aufmerksam gemacht und gesagt, was ich davon halte. Und ja, zu Recht, ich stehe immer hier und sage, bodenschonende Bearbeitung, reduzierte Bodenbearbeitung macht Sinn für den Humusaufbau. Und dann kommt der Agrar heute und sagt, pfluglos ackern bringt doch eigentlich gar nichts. Deswegen habe ich mir dann die Arbeit angetan, habe mir den Artikel genau angeschaut, da drin werden Studien zitiert, Wissenschaftler zitiert. Ich habe die Wissenschaftler kontaktiert, habe mit denen zum Teil sogar Zoom-Meetings gehabt und das Ergebnis ist eigentlich schockierend für mich, wie schlecht, wie schief, wie verzerrend die Agrar heute hier etwas darstellt, nur um eine reißerische Überschrift zu haben und auf Facebook Klicks zu generieren. Das zeige ich dir jetzt in diesem Video, wenn du interessiert bist. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm to Farm. Mein Name ist Christoph Kutscher. Freue mich, dass du wieder dabei bist. Wir von Farm to Farm haben nicht so viele Abonnenten wie die Agrar heute. Das macht nichts, aber trotzdem freue ich mich natürlich über jeden mehr. Deshalb, wenn dir das gefällt, was wir machen, dann abonniere unseren Kanal in den verschiedensten sozialen Medien oder teile es mit deinen Berufskollegen, sodass wir wachsen können. Also, die Agrar heute hat im November 2021 einen Artikel gebracht mit dem Titel Pfluglos ackern, Doppelpunkt. Bringt doch nichts, neue Fakten. Und man muss dazu sagen, die Agrar heute, das ist ein großes, ein sehr, sehr großes Agrar-Fachmedium, das einmal im Monat in Schrift, also im Druck herauskommt und die auch einen riesen Online-Auftritt haben, also mit 10 Millionen, fast 10 Millionen Klicks pro Monat auf ihren, oder nein, 10 Millionen, nicht Klicks, sondern 10 Millionen Aufrufen der Seite pro Monat, ist sie eine der stärksten und relevantesten Agrarmedien, digitalen Agrarmedien im deutschsprachigen Raum. Und die haben eben diesen Artikel vor ein paar Wochen gepostet mit diesem reißerischen Überschrift. Und wenn man sich das nur kurz ansieht, also man braucht wirklich nicht viel recherchieren, kommt man einfach darauf, dass das wirklich eine verzerrte und eine schlechte, qualitativ schlechte Arbeit gemacht worden ist. Es beginnt schon mal damit, dass die Agrar heute einen Artikel, einen eigenen Artikel aus 2019 fast vollkommen kopiert. 2019 haben sie nämlich schon einen ähnlichen Artikel eben damals gebracht und in den sozialen Medien gepostet, der hat damals geheißen, Humus im Boden, pfluglos arbeiten bringt nichts. Und der hat damals gut funktioniert, die haben auch viele Likes gehabt, Kommentare, der Artikel wurde geteilt und dann haben sie wahrscheinlich diesen Herbst wieder gedacht, wir brauchen wieder was auf unserer Facebook-Seite, das zieht, dass die Landwirte ein bisschen in Rage bringt. Nehmen wir einfach den gleichen Artikel aus 2019, kopieren ihn in einen neuen Artikel rein, nehmen ein paar Zeilen von der Universität Basel, von einer Studie, die da gut reinpassen, zwar aus dem vollkommen aus dem Zusammenhang gerissen, aber die gut reinpassen und streuen das in die sozialen Medien und werden wieder Likes generieren und wieder die Landwirte werden den Beitrag teilen und es wird zu Diskussionen kommen. Und genau das hat die Agrar heute gemacht. Die hat schlicht und ergreifend den Artikel aus 2019 nochmal genommen, hineinkopiert und ein bisschen was verändert. Und das ist einmal prinzipiell schon mal qualitativ oder journalistisch ja ein Wahnsinn und hat nichts mit einem mit irgendeiner journalistischen Qualität zu tun. Ganz zu schweigen hat keine der darin zitierten Studien oder Untersuchungen irgendetwas mit dem Pflug zu tun. Also der Agrar heute weiß, Pflug, ja, nein, pfluglos, das sind immer Diskussionen bei Landwirten, die recht schnell emotional werden. Warum, weiß ich auch nicht. Deswegen haben sie das in den Titel geschrieben, in die Überschrift. Aber keine der Studien beschäftigt sich ansatzweise mit Pflug oder nicht Pflug, sondern allgemein ja, mit Bodenbearbeitung, aber nicht mit dem Pflug und nicht mit pfluglos. Insofern natürlich geht es da auch nur um die Überschrift für die Agrar heute, dass die halt eine gute reißerische Überschrift haben und sie denken sich, ach, die Landwirte, die lesen den Artikel sowieso nicht. Hauptsache die Überschrift stimmt. Und das ist das Bild, das die Agrar heute uns bringt. Wenn man jetzt wirklich diese beiden Studien sich genauer anschaut, und das habe ich gemacht, ich habe auch die beiden darin zitierten oder relevanten Autoren kontaktiert, einen vom Thünen-Institut in Deutschland und einen Wissenschaftler von der Universität Basel, der hat mich sogar eingeladen von Basel, der hat Professor Kuhn, dass ich mit ihm ein Zoom-Meeting mache und er hat sich eine halbe Stunde Zeit genommen für mich, weil es ihm so wichtig war, dass seine Studie nicht instrumentalisiert wird
gegen pfluglosen Ackerbau, ja? weil er hat auch von diesem Agrar heute Artikel mitbekommen und es hat ihm offensichtlich, was ihm ein Anliegen, dass das zurechtgestellt wird. Wenn man sich eben diese neuen Fakten hier, die da von der Agrar heute gebracht wird, genauer anschaut, dann ist es eben diese Studie von der Universität Basel, von diesem Herrn Professor Kuhn, der war da beteiligt, und da hat man sich, das ist eine Metastudie, das heißt, man schaut sich weltweit viele Studien, Untersuchungen zu diesem Thema an, und in dem konkreten Fall ging es um über fast 50 Untersuchungen auf der ganzen Welt, die sich verschiedene Verfahren angeschaut haben und geprüft haben, wie sich die auf den Humusaufbau auswirken. Ein Verfahren war Bodenbearbeitung, also No-Till, da haben sie geschaut, okay, Acker wird bearbeitet, Acker wird nicht bearbeitet. Was hat das für Auswirkungen auf den Humusaufbau? Zweites Verfahren war Stroh am Acker lassen, ja oder nein. Was hat das für Auswirkungen auf den Humusaufbau? Und das dritte Verfahren war Fruchtfolge, hat eine Fruchtfolge Auswirkungen auf den Humusaufbau. Das Ergebnis dieser Metastudie, also dieser fast 50 Studien weltweit, war, dass der Unterschied zwischen Bodenbearbeitung und Nicht-Bodenbearbeitung nicht da war beim Humusaufbau. Und die größte Auswirkung hatte Stroh am Acker lassen. Also Stroh am Acker lassen gegenüber Stroh nicht am Acker lassen hat eine positive Auswirkung auf den Humusbilanz oder auf den Humusaufbau. Man muss aber dazu sagen, dass diese Studien, die passieren auf der ganzen Welt und die haben sich ausschließlich dieses einzelne Verfahren angeschaut. Und da geht es um Ackerbausysteme, die nichts mit dem zu tun haben, was wir in Deutschland machen. Da geht es um Studien in Südafrika, in China. So hat mir das der Herr Professor Kuhn erzählt, wo die Fruchtfolge so ausschaut. Mais, 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 Mais. Oder die Fruchtfolge vielleicht Mais, Soja, Mais, Soja, Mais, Soja. Und das ist ganz klar, wenn man Mais, Soja macht oder nur Mais, Mais und dann vielleicht sogar das Stroh abfahrt und keine Bodenbearbeitung macht, von Zwischenfrüchten nicht ansatzweise die Rede, das ist ja ganz klar, dass das sich nicht positiv auf den Boden auswirkt, dass das nicht gesund für den Boden ist, wenn man einfach nur erntet, anbaut und dazwischen gar nichts macht. Das Direktsaatsystem, das wir in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, von dem man immer spricht, das ist ja viel, viel mehr als einfach zu sagen, wir machen jetzt Mais, fahren das Stroh ab, Silomais und dazwischen machen wir nichts. Und es ist auch so, dass ich selbst nicht mal eine Handvoll Landwirten kenne, die bei all ihren Kulturen das Stroh abfahren. Ich kenne auch nicht mal eine Handvoll Landwirten, die keine Fruchtfolge haben, also die nur eine Kultur haben. Das heißt, das hat natürlich seine Berechtigung, diese Studie, und ich werde auch gleich erklären, warum, aber das hat nichts damit zu tun, mit dem Ackerbau, wie wir ihn in Deutschland oder Österreich oder in der Schweiz oder einfach in Europa machen, sondern das ist eine internationale Betrachtung von Einzelmaßnahmen. Und das Ziel, und das hat mir der Herr Professor Kuhn in diesem Zoom-Meeting gesagt, also das Ziel oder die Grundaussage von dieser Studie war eigentlich nur zu sagen, es ist ganz wichtig, dass man nicht nur sagt, eine einzelne Maßnahme sorgt für Humusaufbau, nämlich Bodenbearbeitung weglassen, weil das in vielen Ländern einfach dazu führt, dass halt dann gar nichts mehr passiert, außer Bodenbearbeitung wegzulassen, sondern dass es regional unterschiedlich sein, Ansätze geben muss, dass man sich das immer anschauen muss, sogar betriebsspezifisch anschauen muss, welche Maßnahmen wie funktionieren und das eben nicht nur, und da ist es ihm darum gegangen, dass man hier in der Politik nicht dann sozusagen Maßnahmen macht, die singulär sind, sondern dass man versteht, dass Ackerbau und Landwirtschaft komplexer ist und viele Einzelmaßnahmen zusammentreffen. Aber wie gesagt, No-Till, Direktsaat, das versteht, also Landwirte, die No-Till machen oder Direktsaat machen, also keine Bodenbearbeitung machen, die denken ja nicht nur daran, einfach die Bodenbearbeitung auszulassen, sondern da ist Zwischenfrucht, eine immer begrünte landwirtschaftliche Fläche, das sind zentrale Maßnahmen, damit das System überhaupt funktioniert. Das hat nichts mit dem zu tun, eben, was hier in der Studie genannt wird und auf das sich die Agrar heute hier eben referenziert. Die zweite Untersuchung, die da vom Thünen-Institut zitiert werden, die auch schon im gleichen Artikel 2019 deckungsgleich zitiert wurden, da habe ich auch den Herrn Dr. Axel Don vom Thünen-Institut kontaktiert. Der hat da einige Untersuchungen gemacht und hat in einer E-Mail dann geantwortet, hat sich auch gefreut, dass ich mich damit beschäftige und hat geschrieben wortwörtlich, die Schlussfolgerung, Doppelpunkt ist, reduzierte Bodenbearbeitung und Direktsaat hat sehr viele Vorteile, Klammer auf, Erosionsschutz, Förderung von Regenwürmern und anderen Bodenleben, Infiltrationsvermögen von Böden, reduzierte Arbeit und Treibstoffverbrauch etc. Für den Klimaschutz bringt es aber wenig bis gar nichts. So,
Das ist eine ausgewogene Schlussfolgerung zu dem Thema, nämlich zu sagen, okay, es hat viele Vorteile, aber für den Klimaschutz bringt es wenig bis gar nichts. Also ein bisschen was vielleicht oder nichts, aber wir sind, aber wir können das nicht auf diesen Klimaschutz reduzieren. Und das macht eben die Agrar heute in dem Artikel, in dem sie sagt, ja, Pflugungsackern bringt doch nichts. Das ist nicht das, was der zitierte Wissenschaftler selbst schlussfolgert. Ganz zu schweigen hat dieser Dr. Axel Donner auch jetzt eine neue Studie rausgebracht, wo sie sich zwar auf Biobetrieben, aber das ist vielleicht ein interessantes Detail, aber auf Biobetrieben angesehen haben, ob reduzierte Bodenbearbeitung für den Humusaufbau einen Beitrag hat. Und da ist das Ergebnis gewesen, ja, hat es. Also es ist einfach nicht so ein einfaches Thema und es ist auf jeden Fall nicht so, dass man aus diesen Studien und aus diesen Untersuchungen den Titel kreieren kann, Pfluglos ackern bringt doch nichts, neue Fakten, lieber Agrar heute. Meines Erachtens ist das wirklich vollkommen Wahnsinn, das zu tun. Das ist extrem schade, weil viele Landwirte ja nicht den Titel, also nicht mehr als die Überschrift lesen und sich denken, aha, okay, die Agrar heute ist ein riesengroßes Medium, die werden das schon wissen, was sie schreiben, tun sie aber nicht, sondern sie kopieren irgendwas zusammen, was sie schon einmal gepostet haben und tun so, als wäre das dann was Neues und verkürzen das einfach nur darum und darauf, dass es eine reißerische Schlagzeile ist. Und genau darum geht es ja gerade heute. Macht das nur, damit sie Klick bekommt und nicht um der Qualität wegen. Und wenn dir jetzt auch wichtig ist, dass diese Aussage, dass dieser Artikel schlichtweg falsch, schief, verzerrt ist und wenn dir das wichtig ist, dass man dieses Bild auch zurechtrückt, weil einfach die Welt nicht schwarz-weiß ist, und sondern grau und es viele, viele Facetten gibt. Wenn dir das also wichtig ist, dann teile dieses Video auch mit deinen Berufskollegen, um ihnen zu zeigen, dass die Agrar heute mit ihren hunderttausenden Abonnenten manchmal vielleicht nicht so sehr auf die Qualität achtet. Ich hoffe, dir hat dieses Video etwas gebracht und dir hat es gefallen, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald.